Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie und Praxismanagement Podcast Nummer 1 und heute eine Solo-Folge, wo ich mit euch kurz und knackig einmal das Thema Selbstmanagement, weil es immer wieder überall benannt wird und so ein schöner Begriff ist, einfach mal näher beleuchten will. Was bedeutet das? Was kann ich daraus mitnehmen? Wie kann ich das umsetzen? Wofür ist das überhaupt gut? Wie wird denn das definiert? Und das machen wir jetzt einmal. You're listening to Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxmann is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Die heutige Folge wird präsentiert von PlusMile. PlusMile ist der Full-Service-Aligner-Anbieter von Ärzten für Ärzte. PlusMile bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring vom Top-Experten und das besonders nachhaltige GreenTech-Angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Aligner-Therapie revolutioniert? Dann melde dich jetzt an unter www.plusmile.de. Mit PlusMile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Aligner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. PlusMile Aligner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.plusmile.de. Hallo liebe Leute, was bedeutet Selbstmanagement für euch eigentlich? Ich habe hier einfach mal ein paar Punkte vorbereitet, die ich mit euch besprechen möchte, was das grundsätzlich so bedeuten kann, wie man dort ja vielleicht auch sich entwickelt und was das überhaupt so bedeutet. Und ich fange einfach mal an. Was wäre so die Definition eigentlich von Selbstmanagement? Und da kann man im Prinzip in einem wichtigen Punkt, der ist mega wichtig und steht eigentlich über allem, weil er auch so kompliziert ist, aber weil er trotzdem so wichtig ist, das ist die Selbstkenntnis. Ja, dass man überhaupt erstmal weiß, was kann ich überhaupt? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Was ist mir wichtig? Das ist der allererste Punkt einfach mal, den wir für ein Selbstmanagement brauchen, weil wir können nichts aus uns machen, was wir nicht sind, was wir nicht können, was wir nicht wollen. Das funktioniert alles nicht. Wenn wir den Bereich also nicht irgendwie uns klar machen, wird alles andere scheitern. Bedeutet also im Prinzip auch, das ist, was wir im Coaching zum Beispiel immer wieder machen, dass wir eine Rollenbeschreibung von uns auch entsprechend vornehmen, damit wirklich klar ist, wer sind wir auch vielleicht in verschiedenen Situationen. Wer möchten wir in unserem Leben sein? Mutter, Vater, Partner, Chef, Kollege, was weiß ich, erfolgreicher Unternehmer, sonst irgendwas. Dass wir da unsere Rolle dann irgendwo auch klar benennen können und die dann auch konsistent und konsequent erfüllen können, weil wir wissen, was es bedeutet und was dazugehört. Der zweite Punkt zur Selbstkenntnis ist dann die Selbstführung. Das heißt, dass wir auch Verantwortung dann für unseren Bereich, für unsere Rolle übernehmen, selbstbestimmt handeln, dass wir Entscheidungen treffen, die in Einklang stehen mit dem, was wir bei der Selbstkenntnis gewonnen haben. Das sind schon mal zwei total essentielle Punkte beim Selbstmanagement. Das nächste ist das Thema Selbstorganisation. Das heißt, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann und was ich will, und wenn ich auch in der Lage bin, mich dazu zu bringen, das umzusetzen, im Einklang damit zu handeln und zu leben und zu entscheiden, dann muss ich das Ganze auch organisieren, dass meine Tagesabläufe das auch möglich machen, dass ich die Zeit dafür habe, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass meine Arbeitsprozesse darauf ausgelegt sind, dass ich in dem Tätigkeitsbereich arbeite, den ich besonders gerne mag, den ich besonders gut kann oder am besten beides. Und dass es auch strukturiert ist, dass ich nicht springe hin und her und alles und dass ich auch über meine verschiedenen Rollen quasi dann entsprechend organisatorisch Kontrolle habe. Heißt also, wer klassisches Beispiel, Vater oder Mutter, Familie und Beruf,
da sind oft Bereiche, die verschwimmen. Und wenn ich jetzt ein Verhalten, was ich als Partner habe, im Beruf plötzlich an den Tag lege, kann das schädliche Folgen haben oder einfach fehl am Platz sein und dort nicht passen. Wenn ich aber quasi eine extrem strukturierte Hierarchie oder so lebe in meiner Praxis zum Beispiel und das für mich gut dort funktioniert, heißt es nicht, dass meine Partnerschaft oder meine Familie auch genauso ist, denn das sind keine Mitarbeiter oder Kollegen, sondern das ist eine ganz andere Beziehungsebene. Das heißt also, die Selbstorganisation muss möglich sein, dass wir die einzelnen Bereiche klar geplant und strukturiert und gegebenenfalls auch getrennt haben. Der nächste Punkt, der dazu gehört, ist dann die Selbstverantwortung. Das heißt, dass wir nicht nur Entscheidungen treffen und selbstbestimmt handeln, so wie bei der Selbstführung, sondern dass wir auch die Verantwortung für die Konsequenzen, die unser Handeln, unsere Entscheidung dann entsprechend bewirken, auch haben. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir müssen nicht nur einfach entscheiden und dann nach uns die Sinnflut. Das ist, funktioniert natürlich so auch nicht, sondern wir müssen dann auch dafür gerade stehen und daran arbeiten, dass, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie wir wollen, wenn wir vielleicht falsch entschieden haben, oder aber auch, wenn wir gut entschieden haben, dass wir wissen, hey, die gute Entscheidung weiter so. Das heißt, auch dort quasi ist das auch wieder eine Überschneidung mit der Selbstführung. Das kennt ihr aus anderen Bereichen, wenn es um Führung von Mitarbeitern geht, dass wir uns auch selbst incentivieren, dass wir selber sagen, hey, hast du gut gemacht, das war die richtige Entscheidung, genau weiter so. Oder dass wir alternativ die Neuausrichtung haben, oh Mist, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist leider anders als gedacht. Jetzt muss ich das in Ordnung bringen, muss mich darum kümmern, vielleicht entschuldigen, sonst irgendwas, Latte-Konzept anwenden, alles diese Dinge. Und damit das überhaupt funktioniert, diese Selbstführung, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, brauchen wir am Ende auch Selbstkontrolle. Das heißt, nicht nur Kontrolle über unsere Umgebung oder über unsere Struktur, über unsere Prozesse, sondern auch Kontrolle in Form emotionaler Selbstregulation, Selbstbeherrschung, damit wir auch in der Lage sind, wirklich zielorientiert und produktiv arbeiten oder handeln zu können. Das heißt, wenn wir bei jedem Fehlschlag uns total aufregen, hysterisch werden, uns ablenken lassen bei jeder Kleinigkeit oder von einem zum anderen springen, von irgendwelchen Tätigkeiten, uns von unseren kreativen Geistern und Musen ständig inspirieren lassen, ohne dass da gerade das Zeitfenster entsprechende Selbstorganisation gerade dafür da ist, ist das ein Thema der Selbstkontrolle. Ja, dass wir unseren Kalender nicht nur für einen Tag führen, sondern dass wir den für die ganze Woche, für den ganzen Monat, für ein halbes Jahr, für das ganze Jahr führen. Das ist dann wieder das Thema Selbstkontrolle. Also merkst schon, es greifen hier ganz viele Dinge jetzt ineinander und es beginnt wirklich, ich führe, wie gesagt, die Punkte nochmal in Kurzform zusammen, mit der Selbstkenntnis. Was kann ich? Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Das ist so die Selbstkenntnis. Die Selbstführung ist, ich entscheide und handle entsprechend der Selbstkenntnis. Wenn ich das gut kann, sollte ich das auch tun und dabei bleiben, es zu tun. Wenn ich das gerne mache, dann sollte ich auch Wege finden, die mir möglich machen, dass ich das entsprechend auch tue. Wenn ich dieses Ziel erreichen will, muss ich diesen Weg gehen, um das zu tun. Wenn ich diesen Weg gehen will, dann kommt die Selbstorganisation. Dann gehe ich am besten einen Schritt nach dem anderen. Das ist schon die Struktur, die dahinter steckt. Der erste Schritt bedeutet das. Der zweite Schritt bedeutet das. Der dritte bedeutet das. Der erste Schritt findet dann statt. Braucht so lange. Der nächste Schritt so und so und so weiter und so fort. Und dann geht es auch darum, dass ich dann wiederum die Selbstverantwortung daraus übernehme, aus der Handlung, die ich jetzt konsequent organisiert und effektiv durchgeführt habe und damit dann auch klarkomme. Das heißt, das Ergebnis meiner Handlung war richtig, weiter so, mein Ergebnis meiner Handlung führt mich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will, nachjustieren. Und dann die Selbstkontrolle, schaffe ich es wirklich konsistent, immer wieder das Ganze durchzuführen, an guten Tagen, an schlechten Tagen, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn die Sonne scheint, wenn ich Gegenwind habe, wenn mir jemand dazwischen kommt, wenn ich abgelenkt bin, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich mich aufrege oder was auch immer. Wie finde ich dann schnell wieder zurück? Dafür brauche ich dann entsprechend auch wieder eine Struktur, die mir dabei hilft. Und das sind die Punkte Selbstkenntnis, Selbstführung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung und Selbstkontrolle. Und vielleicht hilft dir das, einfach das mal sacken zu lassen. Das war heute eine kurze, knackige Folge. Und mit dem nächsten Thema geht es beim nächsten Mal weiter. Schönen Tag und viel Spaß. You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.
We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review, and tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.